AEW ging all in, doch hat sich der Einsatz ausgezahlt. Ein Full House wurde es nicht ganz, doch gut 50.000 Wrestling-Begeisterte konnten 10 Jahre nach dem Yes Movement den Final Countdown zur World Championship miterleben. In der Arena zeigte sich AEW nicht immer perfekt, wie ich damals im Töpferkurs. Die Arbeit mit dem Ton war nicht immer ideal. Doch wir konnten die London Tea Party miterleben, da unser Lieblingsbrite uns von der American Championship befreite. Dazu konnte Mariah May gegen ihre Mentorin gewinnen und auch wenn sie für viele in der Arena eher Mariah May war, spricht ihr Titel jetzt eher für Mariah Yay. Hook lässt uns vom Learning Tree haken, Christian Cage hat Luchasaurus einmal mehr in seinen Käfig verwiesen und es gab mehr Neuzugänge und Rückkehrer als in einem durchschnittlichen Juli beim FC Chelsea. So, jetzt aber gut damit. All out aus der Anmoderation. Viel Spaß in der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. All In liegt hinter uns. Es ist für uns jetzt etwa 14, 15 Stunden alt. Es ist bei uns Montagmittag im überraschend sonnigen London. Und wie versprochen, opfern wir unseren wohlverdienten Urlaub, um für euch zu podcasten. Heute werden wir selbstverständlich über den Pay-Per-View sprechen, gegebenenfalls noch auf ein paar Dinge aus den Weeklies sowie weitere News eingehen, wenn es sich anbietet. Den Rest werden wir erneut unter den Teppich kehren. Wir können aber auch auf ein paar Sachen eingehen, die vielleicht für den Fernsehzuschauer nicht so ganz ersichtlich waren, das Ganze drumherum im Stadion. Gleichzeitig steht auch All Out vor der Tür in knapp 2 Wochen. Es gibt also wieder viel zu bereden. Das mache ich natürlich nicht alleine. Er ist wieder da, wieder für euch. We want Videp, der David. Ja, hallo. Schön, dass wir nach der Preview vielmehr auch die Review aufnehmen. Und schon mal vorweg, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Hier steht eine Flasche Wasser. Wenn es zwischendurch Störgeräusche gibt vom Wasserflasche aufmachen, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ja, ich glaube, sonst hört man mich irgendwann nicht mehr so gut. Apropos Störgeräusche, wir haben auch den ein oder anderen Gast bei uns, weil David und ich selbstverständlich nicht alleine in London sind, beziehungsweise waren, je nachdem, wann ihr es hört. Ein paar mehr Leute aus dem WI-Team sind auch hier dabei und weil wir die jetzt nicht einfach rauswerfen konnten, so gerne ich es auch getan hätte, die lungern jetzt irgendwo hier noch um uns herum, das heißt möglicherweise werdet ihr auch mal ein paar Geräusche drin hören, die dann nicht von uns kommen. Dazu auch Schande über mein Haupt. Ich habe mein Aufnahmeset nicht so ganz mitgenommen, weil ich habe alles dabei. Aber das Kabel liegt noch zu Hause. Und deswegen müssen wir jetzt mit etwas schwierigeren Bedingungen aufnehmen. Ich hoffe, es sei uns verziehen. Wie gesagt, dafür bekommt ihr Podcast aus London. Ich glaube, das wiegt sich gegenseitig einigermaßen aus. Natürlich gehen wir noch gleich auf das Tippspiel ein, versuchen das dann mehr oder weniger bei jedem Match einfach einfließen zu lassen, sodass es am Ende die Entscheidung gibt, wer dann praktisch gewonnen hat, wer der größere Experte ist, David oder ich, und ob es vielleicht auch einen User gab, der die beiden größten AEW-Experten Deutschlands noch übertrauen konnte. Auch noch Grüße an 2 Personen, die uns vom Stadion angesprochen haben, weil die uns von WI praktisch, also aufgrund von unseren Klamotten, erkannt haben. Auch Zuhörer dieses Podcasts, ihr habt mir nicht euren Namen gesagt und den weiß ich dementsprechend jetzt auch nicht mehr, aber ihr seid natürlich herzlichst gegrüßt. So, jetzt fangen wir an. All Elite Wrestling, All In 2024, Wembley Stadium, London, England, 25. August 2024. Die Pre-Show ging 2 Stunden. Wovon aber nur ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde wirklich vollgepackt mit Matches waren. Ein Großteil der Anfangszeit waren einfach nur ja, Videos, Expertenpanel und so weiter. Darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Wir starten nämlich mit dem ersten Pre-Show-Match.
ganz logisch, wenn ich eine Pre-Show planen würde, würde ich mir auch denken, ja, mache ich mal ein 16-Man-Tag-Team-Match. Das Match hatte auch keine wirkliche Vorgeschichte. Das wurde auch nicht irgendwie groß in den Weeklys letzte Woche noch thematisiert. Es wurde einfach nur kurzfristig draufgepackt. Vollständigkeitshalber sage ich mal kurz diejenigen, die teilgenommen haben. Nämlich Kyle Fletcher, Rocky Romero, Kip Sabian, Tommy Billington, Leo Rush, Action Andretti, Top Flight besteht aus Darius und Dante Martin, gewinnen gegen Private Party, also Shia Cassidy und Mark Quinn, Ari Daivari, Jay Lethal, Satnam Singh, Alex Reynolds, John Silver und Anthony Ogogo. Ja, jetzt habe ich genug geredet, allein schon über die 16 Teilnehmer, David. Ja, ich glaube, wir können es sehr kurz halten. Das Einzige, was vielleicht festhalten ist, Ogogo hat eigentlich gar keine Reaktion gezogen und Kip Sabian dafür relativ gute. Kip Sabian hat wirklich gute Reaktion gezogen. Ja, ich glaube, das sind die beiden Dinge, die man da vielleicht noch rausstellen kann, weil Ogogo ja eigentlich auch Brite, aber das war den Leuten vor Ort ziemlich egal. genau wie dieses Match es auch war. Von daher, ja, lass uns da nicht zu viel Zeit rein verschwenden. Ja, ein Match ohne jegliche Konsequenz daraus. Vielleicht da kann man auch noch dazu sagen, Wembley Stadium ist relativ groß. Wir hatten an sich ganz gute Plätze. Ein Problem war vielleicht für die Leute vor Ort, dass es nicht so viele Bildschirme, vor allem auch nicht in Ringnähe gab. Und dann ist es halt bei 16 Leuten schon wirklich brutal schwierig zu erkennen, was da halt abgeht im Ring. Ich glaube, da war das Match ein ganz gutes Beispiel für, dass eine Stadionshow für Live-Wrestling halt nicht immer ganz ideal ist. Falls einige von euch auch vor Ort waren, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es für euch dann war. Ja, für uns war dieses Match einfach nicht ganz ideal, weil 16 Leute im Ring, ich meine, ihr werdet es gesehen haben, es war ein wenig chaotisch. Den Überblick zu behalten, ist nicht immer leicht. Kommen wir dann direkt schon zum zweiten Pre-Show-Match, das einzige Pre-Show-Match, wo es so wirklich um einigermaßen etwas ging. Mixed Tag Team Match zwischen Willow Nightingale und Tomohiro Ishii gegen Chris Statlander und Stokely Hathaway. Selbstverständlich haben hier die Faces gewonnen. Mit selbstverständlich meine ich nicht selbstverständlich, weil das haben wir beide nicht getippt. Hier lagen wir schon mal beide falsch. Wir hatten es damals begründet, weil die Gewinner die Stipulation für Chris Statlander gegen Willow Nightingale bei All Out bestimmen dürfen. Und wir waren uns eigentlich sicher, dass im Wrestling 1x1 dieses Match dann eher von den Heels gewonnen wird, um dann das tatsächliche Match, also das Singles-Match zwischen den beiden, dann vom Face gewinnen zu lassen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Wird Chris Statlander jetzt bei All Out gewinnen? Boah, müsste sie eigentlich, weil, ich meine, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, irgendwie hat sie auch seit ihrem Turn nie groß was gewonnen. So, jetzt müsste sie ja eigentlich mal langsam. Also wenn sie das jetzt auch wieder verliert, dann weiß ich es nicht. Dann ist es ja schon fast nicht mal mehr Midcard. Ja, also es wirkte ganz, ganz lange so, als wenn Willow Nightingale eigentlich relativ klar diese Fehde gewinnt. Du jetzt gerade vollkommen richtig gesagt hast, wenn jetzt Chris Statlander wieder verliert, dann hat sie gefühlt jedes Match in dieser Storyline verloren. Das wäre ein wenig seltsam für ihr langfristiges Booking. Einzige andere Alternative wäre natürlich noch, dass es sonst nach All Out halt nochmal ein Match zwischen den beiden gibt, sodass jetzt Chris Statlander gewinnen kann, um dann später nochmal den entscheidenden Sieg für Willow zu geben. Andererseits, jetzt wird eine Stipulation bestimmt, das ist wahrscheinlich zu 95% ein Match, wo Eingriffe erlaubt sind und der Heel kann damit eigentlich immer besser zurechtkommen durch mögliche Eingriffe als der Face. Ich glaube aber trotzdem nicht ganz an, dass Chris Statlander dieses Match gewinnt, einfach weil Willow Nightingale wahrscheinlich so der große Star bei den Frauen der Zukunft sein wird. Also wir bleiben bei Willow. Habe ich das jetzt rausgehört, dass Chris Statlander erneut verliert? Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Ich weiß auch nicht, was da jetzt für eine Stipulation kommen soll. Ich weiß halt nicht, ja. Ich meine, die beiden haben ja einen gewissen Hass, vielleicht gibt es dann einfach irgendwie, keine Ahnung, Strap-Match oder irgend so diese, ja, was halt ein Face so auswählt, sind ja dann meistens irgendwie diese, du kannst nicht von mir weglaufen, ja. Geschichten. Da muss man mal schauen. Also, ich würde tatsächlich Statlander den Sieg geben, aber ganz glauben, wie gesagt, weil Willow Nightingale ist so das Babyface, tue ich auch nicht dran. Okay, dann kommen wir direkt zu einer kleinen Ankündigung in der Pre-Show, nämlich
Forbidden Door wird am 24.08.2025 in London stattfinden. Also bekommen wir nächstes Jahr nicht All-In, wie wir auch schon in den letzten Wochen erfahren haben, wird das ja in Texas, in Arlington stattfinden. Tony Khan hat aber lange Zeit schon von einer großen Ankündigung dann halt trotzdem für England nächstes Jahr gesprochen. Das wird jetzt Forbidden Door. Noch nicht bekannt ist allerdings, in welchem Stadion, Schrägstrich Arena, es stattfinden wird. Es wurde noch nicht dazu gesagt, dass es im Wembley sein wird. Möglich wäre natürlich eine weitere Stadionshow. Ich meine, London hat ein paar davon, also auch beispielsweise Craven Cottage, das Stadion vom FC Fulham, was ja auch unter oder im Besitz der Khan-Familie steckt, wäre in der Theorie möglich, wäre aber mit Ende August halt auch noch schon in der Saison, also in der Premier League-Saison drin, damit nicht ganz einfach. Damit dürfte es wohl eher die O2-Arena werden und AEW verkleinert sich dann für ein Jahr. Ja, davon ist eigentlich auszugehen. Also Wembley war ja dieses Jahr schon deutlich leerer, also dass es das nicht wird, gerade für eine, ja, vom Namen her dann auch etwas kleinere Show, kann man sich denken. Und ja, vielleicht sagt man sich O2-Arena, ich weiß nicht, 20.000 knapp gehen rein. Ungefähr. Ja, vielleicht ist das auch einfach eine realistische Zahl, die wird man ja aber dann vielleicht auch voll kriegen und dann ist ja auch gut. Ja, definitiv. Also ich meine jetzt, ich hatte es ja am Anfang gesagt, wir hatten jetzt gut 50.000 in einem Stadion, wo eher 80.000 reinpassen, bevor das dann jetzt nächstes Jahr noch kleiner wird und dann gehen wir Richtung 30.000, dann nimmt man vielleicht lieber nur 20.000 mit und macht dafür halt in einer sehr guten Stimmung eine kleinere Halle voll. Und man muss ja auch sagen, 20.000 Personen Halle ist ja immer noch ein wirklich großer Erfolg. Also da kann man immer noch nichts gegen sagen. All-In wird wiederum 2026, aber wieder im Wembley Stadium stattfinden. Da ist aber noch kein genaues Datum bekannt, dafür halt aber, wie gesagt, die Halle, der Austragungsort. Solltet ihr euch jetzt also, solltet ihr traurig sein, weil ihr jetzt 2024 vielleicht verpasst habt, vielleicht auch 2023, könnt ihr also theoretisch schon mal für 2026 planen, euch merken, es wird nicht unwahrscheinlich dann im August stattfinden wieder. Also vielleicht könnt ihr jetzt ja schon mal den Urlaub für in 2 Jahren buchen. Drittes Pre-Show-Match. Wieder mal ein Match, wo möglichst viele Personen einfach innerhalb eines Rings gequetscht werden. 10-Man-Tag-Team-Match. Hier gab es zwar mit viel Wohlwollen gesagt, eine kleine Vorgeschichte aufgrund der Ring of Honor Championships, also der Tag Team und Trios Championship. Aber wirklich relevant war es hier jetzt auch nicht. Also Dustin Rhodes gewinnt zusammen mit seinem Tag Team Championship Partner Sammy Guevara und seinen Trios Championship Partner, den von Erics, gemeinsam mit Katsuyori Shibata gegen Undisputed Kingdom, also Matt Taven und Mike Bennett, nicht Roderick Strong, und der Cage of Agony, also Brian Cage, Bishop Korn und Thor Leona. Auch hier nicht so relevant, auch hier bezüglich aufs Tippspiel noch gesagt, ich glaube, das hatte ich eben vergessen, bei dem Match und beim ersten Pre-Show-Match stand es noch nicht fest zum Zeitpunkt, als wir letztes Mal aufgenommen haben. Dementsprechend konnten wir hier keine Tipps abgeben, dementsprechend kommen sie halt auch nicht in die Wertung ein. Wir konnten immerhin Dustin Rhodes mal live im Ring sehen. Hast du viel mehr daraus mitgenommen? Ja, ein Double Champion. Wunderschön. Nein. Wie du gesagt hast, also beide Multi-Man-Tag-Team-Matches waren super random. Aber man hat da, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt mal rechnen, 28 Leute mal eben schnell auf die Karte gepackt, die alle so ihren Moment hatten. Am Ende gab es ja auch noch diesen Moment mit hier Kevin von Eric mit der Claw und wo sie dann die Heels noch aus dem Ring geworfen haben. Und ja, fürs Publikum war es ganz nett. Punkt. Ja, das war's. Also mehr als das war es wirklich nicht. Im Stadion wirkt es auch nicht so, als wenn die Pre-Show-Matches jetzt die große Euphorie bei den Leuten entfacht haben. Man kann schon, glaube ich, sagen, dass jetzt im Vergleich zur Pre-Show vor dem ersten Match dann zumindest ein paar mehr Leute auf den Platz gekommen sind. Aber wirklich voll wurde es dann halt bei uns Ortszeit dann eigentlich erst 18 Uhr, wenn ihr, ich denke mal, in Deutschland den Podcast hört, dann halt 19 Uhr. Erst dann wurde es so wirklich voll. Die Pre-Show-Matches waren halt wirklich für die Leute da, die einfach sehr viel früher da waren. Und ja, da konnte man denen so ein bisschen was bieten. Aber es war nicht nennenswert. Wenn ihr die Pre-Show nicht gesehen habt, dann gibt es auch eigentlich nicht viele Gründe,
die sich im Nachhinein nochmal anzuschauen. Den einzigen Grund gab es vielleicht sogar erst nach dem dritten Match, weil dann kam Saraya gefühlt mit einem riesigen Anhang heraus, die dann auf einmal mit 15 Leuten im Ring stand. Harley Cameron war dabei und ich meine auch, es war ihr Bruder Zack Knight noch dabei und halt dann immer noch 10 Leute, die kein Mensch kannte. Und Saraya sprach ja in den vergangenen Wochen sehr viel darüber, dass sie erneut ein All-In, ein London-Moment haben möchte, kreieren möchte, da sie ja letztes Jahr die World Championship gewonnen hat und dieses Jahr natürlich bis zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht auf der Card stand. Daraufhin haben wir aber eine andere Britin bekommen, nämlich eine, die schon seit sehr, sehr langer Zeit ausfällt, die damals ihren Titel zurückgeben musste, sodass sie praktisch nie ein Match darum verloren hat. Die Rede ist selbstverständlich von Jamie Hayter, die auch unter wirklich sehr guten Reaktionen, also wenn man das mit der sonstigen Pre-Show vergleicht, wo wie gesagt noch nicht alle Leute auf dem Platz waren, wirklich sehr, sehr guten Reaktionen herauskam. Wahrscheinlich gehe ich jetzt mal stark von aus, wieder fit ist, in den Ring steigen kann, und wieder Teil des aktiven Rosters ist. Wie eben gesagt, wir wollten natürlich auch so ein bisschen überall aussprechen. Das ist natürlich jetzt in dem Punkt schwierig, weil nichts angekündigt ist. Jetzt haben wir aber eine Jamie Hayter wieder zurück. Wird es da jetzt schon irgendwelche Pläne für in 2 Wochen geben? Weil es ist natürlich naheliegend, dass jetzt der Jamie Hayter sagt, ich bin eigentlich immer noch amtierender Champion, ich habe diesen Titel eigentlich nicht verloren, den möchte ich jetzt schnellstmöglich zurückhaben. Ja, kann man machen. Also ich glaube, als wir letztes Mal überlegt hatten, sind wir nur auf Mina Shirakawa gekommen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber klar, Jamie Hayter natürlich irgendwo auch. Nur, dass sie halt 2 Wochen nach der Rückkehr direkt irgendwie ein Titelmatch, dann, ja, also da wären ja beide Ausgänge irgendwie auch nicht so cool. Also Mariah May, die ihren Titel nach 2 Wochen wieder abgibt, oder halt Jamie Hayter, die ihr wahrscheinlich erstes Match nach Rückkehr verliert, das wäre beides nicht ideal. Vielleicht macht man auch Shirakawa gegen May und halt Saraya gegen Jamie Hayter, dass man das jetzt einfach noch 2 Wochen aufbaut. Das wäre, glaube ich, das, was ich machen würde. Die andere Möglichkeit finde ich, ja, für eine der beiden, also entweder für Mariah May oder Jamie Hayter, etwas unglücklich. Da ist wahrscheinlich sehr viel Wahres dran. Alternativ wäre es natürlich auch möglich, da sowohl Saraya als auch Jamie Hayter bekannterweise nahestehende Freundinnen im Roster haben, Rede ist von Harley Cameron und Dr. Britt Baker, die jetzt ja auch bekanntermaßen, ich nehme es schon mal vorweg, nicht die TBS Championship gewinnen konnte, würde sich natürlich da jetzt auch irgendeine Form von Tag Team Matches anbieten und so weiter. Damit könnte man natürlich jetzt auch Dynamite, Rampage, Collision in den nächsten 2 Wochen noch füllen, um halt dann bei All Out ein mögliches Match zwischen Jamie Hayter und Saraya in jeglicher Konstellation von den 4 Damen auch immer irgendwie zu booken. Aber es wird mit Sicherheit dem Women's Roster sehr gut tun, dass eine Jamie Hayter wieder zurück ist. Und ja, wie gesagt, eine mögliche Fehde um World Title schreibt sich praktisch schon von selbst für die nächsten Wochen. So, ich sehe gerade, damit greift schon das erste Mal nach der Wasserflasche. Hören wir was? Na, nicht so ganz. Okay. Mir ist auch gerade aufgefallen, das ist vielleicht das erste Mal in der WI-Geschichte, dass ein Podcast aufgenommen wird, wo 2 Leute sich wirklich nebeneinander sitzen. Ja, also ich habe zumindest noch keinen so aufgenommen. Mich würde es auch wundern, wenn es Andi und Chris oder so schon mal geschafft haben. Das weiß ich nicht. Ich meine, die nehmen ja auch schon eine Weile auf, wer weiß. Also ja, aber zumindest für mich ist es der erste. Okay, dann kommen wir zur Main Show. Die hat nämlich angefangen mit wahrscheinlich dem chaotischsten Match. Ich hätte gerade fast gesagt des Abends, aber da habe ich schon wieder das 16-Man Tag Team Match vergessen. Der Main Show, der Main Show. Das London Ladder Match um die Trios Championship. Auch da müssen wir noch fairerweise dazu sagen, zum Zeitpunkt der waren nur 3 der 4 teilnehmenden Teams bekannt. Also wir sind nur von Patriarchy, House of Black und der Bang Bang Gang ausgegangen. Blöderweise hat halt jetzt hier ein Team gewonnen, was vorher noch nicht festgestanden hat, nämlich der Blackpool Combat Club mit Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta und Pack. Ja, dementsprechend haben wir hier halt falsch getippt. Was sollen wir machen? Also es war jetzt wirklich nicht ein offensichtliches Team, was hier hätte teilnehmen können in der Konstellation. Ich glaube, irgendeiner in den Kommentaren hatte das dann sogar getippt. Ich glaube, die Person hat das dann aber auch erst nach Dynamite reingeschrieben. Der Punkt sei gegönnt, auch wenn es ein eindeutig unfairer Vorteil war. Jetzt haben wir aber zumindest neue Trios Champions. Nicht mehr die Patriarchy, sondern, wie gerade gesagt, Blackpool Combat Club und Pack.
Ich denke mal, das wird auch gleichbedeutend sein damit, dass es wirklich der Plan war, dass Peck in Form von Death Triangle seinen Wembley-London-Moment bekommt. Jetzt hat er ihn trotzdem bekommen in einem anderen Team. Was ist da jetzt die Zukunft des Stables? Wird Peck Teil des Blackpool Combat Clubs? Wird das jetzt so eine Übergangslösung, um wieder in ja gewohntere Bahnen zurückzukommen? Oder wieso hat man jetzt hier nicht einen anderen Plan gewählt? Naja, die erste Frage würde ich erstmal mit Ja beantworten. Ich glaube, er wird erstmal Teil des Teams, storyline-technisch, weil er ja später am Abend auch nochmal mit den beiden Jungs unterwegs war. Also von daher würde ich schon davon ausgehen, dass man ihn jetzt erstmal dazu packen wird. Wie lange und wie stabil das Team dann mit ihm ist, ist ja bei Peck auch immer so eine Frage. Gefühlt ist er ja auch ja in unregelmäßiger Regelmäßigkeit, da möchte ich es mal nennen. Ja, da muss man dann mal abwarten. Aber erstmal würde ich schon glauben, dass sie da drin bleiben. Warum? Ja, es war wahrscheinlich einfach da ein englischer Feelgood-Moment. So, Peck war ja auch derjenige, der die Titel abgehängt hat. Nach einem, wie du es gesagt hast, sehr chaotischen Match. Mal gucken, ob es nur ein Feelgood-Moment war oder ob die der Trios Championship etwas mehr Relevanz geben können, als sie in den letzten Wochen und Monaten hatte. Nein, das Match selbst hat natürlich auch wirklich viel zu bieten gehabt. Auch hier muss man wieder dazu sagen, war es für uns nicht immer so leicht, jedes Detail zu sehen. Allein schon, wenn beispielsweise die Guns im gleichen Outfit rumlaufen, dann sehen die halt aus gefühlten 100 Meter Entfernung dann doch aus wie dieselbe Person. Während des Matches hatten wir aber Blut bei Claudio Castagnoli. Wir hatten einige Tische, also wir hatten wirklich viele, viele Tische, die dran glauben mussten. Und ja, ansonsten, was gibt's noch zum Match zu sagen? Ja, Christian Cage ist abgehauen. Christian Cage ist abgehauen. Kam dann wieder, wollte sich den Sieg ergaunern und wurde ja dann wirklich von, ich glaube, allen neun Kontrahenten dann sowas von vermöbelt. Das hat die Crowd auf jeden Fall gefeiert. Also diesen Heel, den verkörpert er ja schon ganz gut. Und da hatten alle Spaß, dass er dann dementsprechend auf die Moppe bekommen hat. Auch Shayna Wayne wäre einmal fast durch den Tisch gelandet. Ich glaube, man kann sagen, es war weniger brutal, als man es vielleicht in manchen Punkten hätte erwarten können, aber ich glaube, es war ein absolutes Popcorn-Wrestling-Match. Wie gesagt, viele Tische, viele High-Spots, viele Feel-Good-Momente für die Zuschauer vor Ort. Ich glaube, ein ganz passender Opener für eine Show, um halt dann wirklich alle Leute auf die Plätze zu ziehen, um halt da auch schon mal für so ein bisschen Stimmung, Laune und ja, gute Emotionen bei den Zuschauern zu sorgen. Dann ja, können wir eigentlich auch direkt schon zum zweiten Match weitergehen. Ein Match, was sehr viel mehr Storyline in sich hatte. Ein weiterer Sieg für einen Engländer, beziehungsweise in dem Fall eine Engländerin. Mariah May gewinnt gegen Toni Storm, die nach langer, langer Zeit gefühlt mal wieder mit Luther auch zum Ring gekommen ist. Und das auch passenderweise nach dem Storm Zero, also dem Finisher von Toni Storm. Das Match haben wir beide richtig getippt. Ich glaube, das werden auch die meisten so gesehen haben. Es ist natürlich ein passender Abschluss für eine sehr gelungene Storyline der Women's Division, was es ja auch nicht immer in den letzten Monaten gab. Aber natürlich auch absolut folgerichtig. Ich glaube, Mariah May hätte man hier auf keinen Fall verlieren lassen dürfen. Nee, so haben wir es ja auch in der Preview schon gesagt. Also es war irgendwie eine Story ja auch ja um die beiden, die hier ganz, ganz logisches Ende gefunden hat. Alles andere wäre sehr merkwürdig gewesen. Es wird jetzt sehr spannend zu sehen sein, wie es für die beiden dann weitergeht. Also auch für die Charaktere, auch für das Toni Storm Gimmick. Entweder sie kriegt da jetzt halt nochmal so ein richtige, ja, psychische Probleme, sag ich mal, in Character, dass sie da richtig ausrastet oder halt nochmal eine neue Facette reinbringt. Da muss man schauen, oder ob es da eine Pause gibt und sie dann halt irgendwann verändert wiederkommt. Mal gucken. Ja. Aber die Storyline auch im Match war ja ganz gut. Ich glaube, Toni Storm hat sie auch zwischendurch dann nicht übers Herz gebracht, bestimmte Aktionen gegen Mariah May zu zeigen. Die hat sich aber, ja, ungleich weniger Skrupel hat sie da bewiesen. Mensch, ist fast so, als wenn sowas wie Hello Faces ja in diesem Sport geben würde. Ja, also das war schon sehr gut erzählt und ja, wie du gesagt hast, ein logisches Ende. Ich weiß auch gar nicht, ob man das vom TV gesehen hat. Im Stadion wurde hin und wieder eine Mina Shirakawa auch gezeigt, die im Stadion saß, sich das live angesehen hat.
Mino Shirakawa, das sei mal kurz an der Stelle kurz eingestreut, haben wir auch bei der RevPro Show am Samstag schon gesehen, wo sie jetzt auf RevPro Women's Championess wurde. Da hat sich also das Wochenende sehr gelohnt. Auch hier habe ich gerade eine Schusswaffe an der Schläfe. Ich muss nämlich sagen, dass meine Freundin das richtig gesagt hat, dass Mina Shirakawa diesen Titel sich holen wird bei RevPro, und ich habe dagegen argumentiert und ich habe diese Wette verloren und musste deswegen jetzt diesen Satz auch hier im Podcast sagen. Wir haben ja eben auch schon über mögliches Booking für All Out gesprochen. Jetzt haben sie extra eine Mina Shirakawa, jetzt natürlich nicht nur für All Out, auch für RevPro, für All In, auch für RevPro, nach London eingeflogen. Muss jetzt wahrscheinlich die nächste Gegnerin dann für Mariah May werden, oder man packt halt nochmal eine Serena Deeb oder so aus irgendwelchen Tiefen aus. Boah. Ja, ich glaube, wir haben ja vorhin schon kurz angerissen, aber bevor ich darauf eingehe, ganz kurz, wer Bock hat, also die RevPro-Show an sich sehr zu empfehlen, das aber nur mal ganz kurz am Rande, aber wer so auf Indie-Wrestling steht, es war, ja, also bestimmt 200.000 Zuschauer in dieser Halle, gute Stimmung, gute Matches, ein bisschen Fremdwerbung mal gemacht. Und auch vielleicht noch da dazu gesagt, man hat auch die ein oder andere Person noch bei All In gesehen, die auch schon bei RevPro zu sehen war, also man kann schon fast ein bisschen sagen, es war noch gefühlt wie eine Weekly davor, eine Zusatzausgabe, eine Pre-Show einen Tag vorher. Also sollte für Wembley 2026, also All In 2026, ein paar Leute nach England fahren, würde ich euch vielleicht empfehlen, die ein oder andere Show vor Ort mitzunehmen. Könnte euch nämlich ganz gut auf den zweiten Tag, also dann All In, vorbereiten. Ja. Werde ich aber auch gleich nochmal erwähnen, falls das nochmal vorkommt. Ja, und zum Match, also ich hoffe nicht, dass man jetzt irgendwie Serena Deeb oder Thunder Rosa oder Deonna Purrazzo oder Liste ist potenziell lang. Ja, Nyla Rose, keine Ahnung. Also ja. Es gibt genug Leute, die man natürlich auspacken könnte, aber man hat, glaube ich, mit Shirakawa eigentlich die Person, wo man mühelos in zwei Wochen da was aufgebaut bekommt aufgrund der Vorgeschichte. Es wäre dumm, da jetzt ganz random was zu machen. Und Shirakawa ist jetzt auch nicht so groß, dass ihr die Niederlage jetzt unbedingt schaden würde. Im Moment, die müsste man ja auch erstmal ein bisschen weiter aufbauen. So, von daher, glaube ich, wäre das schon okay, ihr hier die Niederlage dann gegen Mariah May zu geben. Ja, vor allem, weil sie halt auch keine Person ist, die jetzt erstmal langfristig wahrscheinlich im Roster ist. Die Niederlage wird man irgendwann noch wieder vergessen haben. Ja. Ich glaube, das wäre sehr viel sinnvoller, als jetzt innerhalb von zwei Wochen versuchen würde, irgendwie was ganz seltsam ist noch aufzubauen, ohne große Storyline oder irgendwas anderes zu erzwingen. Das wäre auf jeden Fall naheliegender. Das dritte Match, das, ja, vielleicht Lowlight der Show. Da hat nämlich Chris Jericho wirklich mal bewiesen, dass er ein Wizard ist, weil, Junge, habe ich selten gesehen, dass so viele Männer gleichzeitig pinkeln gehen mussten. Hook gewinnt gegen Chris Jericho um die FTW Championship, die jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr die For the World Championship sein wird. Wir hatten es ja auch schon in der Vorwoche gesagt, eher Lowlight der Show. Ich glaube, das konnten die Zuschauer in der Arena bestätigen. Also ich glaube, das war bei vielen Leuten die gedachte Pinkelpause oder um sich nochmal was zu essen, zu trinken, zu holen. Da sind wirklich viele, viele Leute rausgegangen. Zum Match selbst vielleicht gerade noch ein paar Sachen gesagt, weil es war natürlich wieder ein FTW Rules Match, verständlich bei der Championship. Es kam alle möglichen Waffen zum Einsatz, unter anderem auch Äpfel, also Stichwort Bad Apple, Cricket-Schläger, Big Bill hat eingegriffen, Brian Keith hat eingegriffen, selbstverständlich hat am Ende dann auch noch Taz eingegriffen, um letztendlich für den Sieg zu sorgen, und sollten Menschen großer Fan von Jerichos Band Fozzy gewesen sein, hätte man da so noch ein Mini-Konzert beim Einzug sehen können. Ich habe es nicht gesehen, weil ich war zu dem Zeitpunkt auf Toilette. Aber ich glaube, wir sind alle froh, dass uns jetzt Hook in dieser elendigen Storyline vorm Haken gelassen hat, oder? Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, was man groß dazu sagen kann. Ich hoffe, dass sie den Titel jetzt einstampfen. Auch das hatten wir schon besprochen, was ich da bei Social Media gelesen habe, auch auf Tess. Las sich da erstmal ganz gut, glaube ich, in die Richtung. Ich glaube, auch da hat man erkannt, dass dieser Titel eigentlich überhaupt keinen Mehrwert hat. Und um vielleicht mal eine positive Sache zu finden, so die Umarmung am Ende zwischen Taz und seinem Sohn, die war schon ganz nett, also auch fürs Publikum. Ich glaube, das war eigentlich das Schönste an der ganzen Storyline am Ende, die Umarmung. Und da kann man jetzt
einen großen Haken dran machen, das irgendwo in den Untiefen von irgendwelchen Archiven verschwinden lassen und vergessen. Traurigerweise hat aber, ich hatte schon fast gesagt, Tony Storm, ein Tony Khan nach dem Pay-Per-View in der Pressekonferenz gesagt, dass er die FTW Championship nicht als, ich paraphrasiere jetzt etwas, als Witz-Championship ansieht. Von daher las ich das jetzt nicht so, als wenn der Titel bald weg wäre. Obwohl es eigentlich einem Hook zu wünschen wäre, wenn er sich vielleicht so ein bisschen von den Erfolgen und Überbleibseln seines Vaters halt ja trennen könnte, um halt dann mehr eigenständiger Wrestler zu sein und nicht halt nur der Sohn seines Vaters, glaube ich, dass es ihm langfristig gut tun würde, nicht immer nur der FTW-Champion zu sein. Ja, wie es jetzt aussieht, wird das wohl trotzdem noch eher ein wenig länger der Fall sein. Aber sprechen wir lieber wichtigere Dinge dieses Pay-Per-Views und nicht weiter FTW Championship. Viertes Match des Abends, Three-Way Tag Team Match um die AW Tag Team Championship. Die Young Bucks verteidigen ihre Titel gegen FTA und The Acclaimed. Match ging kürzer als ich dachte und Acclaimed bekam deutlich bessere Reaktionen als ich dachte beim Einzug. Erstmal bleiben wir beim Match, danach ist ja auch nochmal was passiert, aber zum Match gesagt, erwartbarer Ausgang, ich glaube, das kann ich jetzt auch gerade mal kurz nachtragen, bei Hook gegen Jericho waren auch David und ich auf der richtigen Seite, hatten den richtigen Riecher. Jetzt das Tag-Team, das Tag-Team-Titel-Match. Wie gesagt, ich hab's ein bisschen kürzer wahrgenommen, als ich es eigentlich erwartet hätte. Ja, es war kurzweilig. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund. Also es war viel Action drin. Es waren ja gute Kontrahenten da drin. Es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und man hat es ja auch sehr schlau gemacht beim Einzug. Man hat Acclaimed als letztes rausgebracht und diesen Oh Sesame Daddy Chant da am Anfang, wo die Halle dann natürlich mich eingeschlossen begeistert mitgechantet hat. War nicht unclever, war dankbar für die Acclaimed. Ja, genau, war dankbar fürs Publikum und für halt die Acclaimed und ab da waren sie dann auch wirklich so die Faces. Ich hab ja sehr großspurig angekündigt, die Young Bucks gewinnen, indem sie, was hatte ich gesagt, Anthony Bones, glaube ich, pinnen nach der Shatter Machine. Es hat nicht ganz geklappt, aber zumindest den richtigen Riecher beim Sieger hatte ich dann. War ein sehr gutes Match, hat Spaß gemacht. Ich glaube, nicht zu lang, nicht zu kurz. Also da hat man relativ viel richtig gemacht. Was ich noch an dem Match sehr schön fand oder sehr unterhaltsam, was ich auch, glaube ich, vorher noch in der Form gar nicht so sehr gesehen habe, dass es von jedem Team einmal den Finisher gab, aber in ungewohnter Konstellation. Also es gab beispielsweise einen EVP-Trigger von einem der Jacksons, da bin ich mir gar nicht sicher, wer das war, und Max Caster beispielsweise. Dann gab es die Shadow Machine von, mit den Namen bin ich gerade wirklich nicht. Ich glaube auch Caster, aber wer ist von FTA, ja, weiß ich nicht. Genau, und also es gab ein paar Verflechtungen bei den Finishers. Noch ein sehr schönes Detail, was ich vorher nicht gesehen habe, was ich auch sehr unterhaltsam dann vor Ort fand. Eben schon gesagt, das, was nach dem Match passiert ist, wollte ich nicht vorwegnehmen, da kommen wir nämlich jetzt noch zu. Da kam nämlich noch ein Tech-Team, was die Fans von britischem Wrestling oder vielleicht auch von NXT noch kennen dürften. Die Grizzled Young Veterans kamen nämlich dann noch dazu. Auch ein Team, was wir noch Samstag an bei RevPro sehen konnten, wo sie nämlich da ihren Tag-Team-Titel oder ihre Tag-Team-Titel verloren haben. Jetzt also bei AEW. Das wirkte nicht so, als wenn das nur ein einmaliger Auftritt war. Das wäre sehr merkwürdig, weil sie erst die Young Bucks vertrieben und dann FDA verprügelt haben. Und ich glaube, dass die jetzt auch in der Tag-Team-Division direkt eine größere Rolle einnehmen werden. Ich bin etwas gespannt. Sind ja bei WWE nie ganz groß geworden, aber bei dem Umgang mit deren Tech-Team-Division ist das auch jetzt nicht unbedingt ein Kriterium, dass man jetzt sagen müsste, das reicht nicht. Von daher mal schauen, was sie da zu bieten haben. Gute Reaktionen haben sie bekommen, aber es war natürlich halt auch Großbritannien. Ja, da muss man dann mal Publikum für sie. Da muss man halt gucken, wie es dann über dem großen Teich wird. Ja, mit Sicherheit Opfer des damaligen 2.0-Bookings, was ihnen wahrscheinlich nie so gut getan hat. Damals auch noch einen anderen Namen dann bekommen, Teil des Joe Gacy Stables. Mit Sicherheit unglücklich für diese Art von Tech-Team. FTA kann da wahrscheinlich ein Lied drüber singen. Aber
unsere Gebete wurden ein Stück weit auch erhört. Also die Tag Team Division, die einfach in den letzten Monaten, vielleicht sogar schon Jahren, einfach nicht so viele große Teams hatten, hat jetzt ein Team bekommen, was einfach seit Jahren schon zusammen worked, sehr gute Tag Team Matches bisher auch mal geliefert hat. Und jetzt natürlich mit einem relativ großen Knall ankam. Also nicht jedes Team darf bei dem größten Pay-Per-View des Jahres debütieren und die wahrscheinlich beiden größten Tag-Teams des Rosters dann irgendwie angreifen bzw. herausfordern. Also es könnte gut sein, dass hier unser Mount Rushmore der drei Tag-Teams aus diesem Match vielleicht durch ein viertes Team bald ergänzt wird. Nicht unwahrscheinlich nach dem bisherigen Auftreten, aber das werden wir alles, glaube ich, bei Dynamite mehr sehen. Kommen wir wieder zurück zum Chaos. Fünftes Match, Casino Gauntlet Match, Gewinner bekommt eine Chance auf den AEW World Title. Auch da eine Sache, die wir vorher nicht wussten, ist, dass es so eine Art Money in the Bank Stipulation bekommen hat, nämlich in der Form, dass der Vertrag jederzeit einlösbar ist. Dazu komme ich aber auch gleich nochmal, wenn wir über den Sieger gesprochen haben, was das jetzt für Folgen haben könnte. Im Match war für uns eigentlich nur bekannt, dass Orange Cassidy, Kyle O'Reilly, Roderick Strong und Hangman Adam Page teilnehmen wird. Wir wussten auch, dass Orange Cassidy der Erste im Ring wird, der in seinem Einzug noch eine schöne Hommage an Mr. Bean bekommen hat. Auch da natürlich, britisches Publikum hat das sehr gefeiert. Wir können ja mal auf so ein paar Leute eingehen, die teilgenommen haben. Es waren natürlich hier wieder sehr, sehr viele Wrestler dran beteiligt. Viele davon mit sehr, 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 sehr krassen Reaktionen. Die erste Person, die darunter fällt, war natürlich erstmal Okada, der nicht angekündigt war, auch wenn er schön zentral auf All-In-Poster war. Wirklich gute Reaktion, auch sehr verständlich bei ihm. Und die zweite Person, auch eine Überraschung, der wirklich einer der besten Reaktionen wahrscheinlich des Abends bekommen hat, ist Nigel McGuinness. Unerwartet im Ring, werden wir den jetzt öfter sehen? Ich glaube nicht. So die ersten, ich glaube, sehr choreografierten Aktionen wirkten ganz gut, aber ich glaube, sobald es dann irgendwie so ein bisschen auch ans spontane Worken ging, war es, glaube ich, nicht mehr so gut. Und mein Sitznachbar sagt auch irgendwann zu mir, also dein Bruder, ich glaube, den habe ich jetzt seit 20 Minuten nicht gesehen. Wo ist der eigentlich? Und dann sah man ihn dann doch mal wieder in den Ring steigen. Es war, glaube ich, schön, einfach für ihn auch nochmal in Wembley vor seiner Heimat, vor seinem Heimatpublikum da aufzutreten. Und ich glaube nicht, dass da jetzt noch so unfassbar viel kommen wird. Also fairerweise, der Mann sah wahnsinnig fit aus, aber der Mann hatte wahnsinnig viel Ringrost. Ja. Also das Timing war oft ein bisschen schwierig. Die Aktionen waren nicht immer ganz sauber. Aber ja, du hast alles gesagt, das war natürlich für ihn wahnsinnig schön. Die Reaktionen waren unfassbar, wahrscheinlich noch sehr, sehr viel krasser, als er sich selbst hätte vorstellen können. Nigel McGuinness ist immer noch ein großer Wrestling-Held in UK. Ein weiterer Brite, der dann überraschend rausgekommen ist, und ein weiterer Brite, den wir auch Samstagabend schon gesehen haben, Zack Sabre Jr. Absoluter Höhenflug, gerade bei New Japan, jetzt auch unfassbare Reaktionen in England. Wie lange wird es dauern, bis wir ihn als festen Teil von AEW sehen können? Wir wollen uns ja jetzt nicht bei allen New Japan-Fans ganz unbeliebt machen, nachdem ja alle Flaggschiffe gefühlt schon abgewandert sind zu AEW, aber ja. Ich glaube, wenn er Lust hat, sobald er Lust hat und vertraglich frei ist, wird er die Möglichkeit dazu bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony Khan an dem kein Interesse hätte, den fest zu verpflichten. Definitiv. Also klar, Reaktionen waren jetzt natürlich auch nochmal umso besser, weil es einfach in England war und er natürlich auch nochmal den Lokal-Matador-Vorteil hatte. Ja, und weil er als erster Brite halt auch G1 Climax gewonnen hat. Auch und das ist die Halle am Samstag ja auch komplett ausgerastet und so. Also ja, wie du sagst, jetzt auf dem Höhenflug und in Großbritannien und Wahnsinn. Aber wahrscheinlich dann auch gleichzeitig der größte Nicht-Japaner der Welt, der aktuell nicht bei AEW oder WWE unter Vertrag steht. Entschuldigung, Bobby Lashley. Aber ich glaube, da wird das Interesse groß sein. Mit Sicherheit wird er vielleicht auch nochmal einen großen Titel und jetzt auch nochmal einen sehr großen Run, den er ja auch gerade schon hat, bei New Japan mitnehmen. Mich würde es aber nicht wundern, wenn wir im Verlauf von 2025 ihn auch Vollzeit in den USA sehen werden, weil dafür
hat da einfach das Sprungbrett New Japan gut genug genutzt, um halt jetzt auch bald in den USA so abliefern zu können. Ein weiterer Überraschungsteilnehmer, also es ist kein Rückkehrer, es ist kein Comeback, aber jemand, der nicht angekündigt war und aus irgendeinem Grund unfassbare Reaktionen gezogen hat, ist Jeff Jarrett. Also gefühlt haben sich die Fans von Sting verabschiedet und brauchten einen weiteren Halbrenner, den sie jetzt zu Füßen liegen können. Warum hat Jeff Jarrett gezogen, wie wahrscheinlich in seiner gesamten Karriere noch nicht? Das ist ein bisschen gemein, dass mir so eine Frage stellt. Ich weiß nicht, wie ich die beantworten soll. Ja, ich bin froh, dass sie sich beim Halbrenner dann für Jeff Jarrett und nicht Chris Jericho entschieden haben. So. Ja, also, falls ihr dazu mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber Jeff Jarrett hat gezogen, ja, wie in seiner gesamten Karriere nicht. Der hat unfassbare Reaktionen bekommen. Vielleicht steht da ja auch bald eine Abschiedstournee an, ähnlich wie bei einem Sting oder ähnliches. AEW hat ja ein paar Leute um die 50 oder jenseits der 50, die vielleicht jetzt auf ihre letzten Jahre zuschreiten. Jeff Jarrett dürfte einer davon sein. Und dann der große Rückkehrer dieses Matches, vielleicht auch der das große Debüt des Abends. Viele haben es erwartet, nachdem sein WWE-Vertrag ausgelaufen ist. Ricochet kam zu AEW auch natürlich unter fantastischen Reaktionen. Ja, wie gesagt, viele haben es erwartet. Jetzt ist es endlich der Fall, weil er mit Sicherheit gegen ganz, ganz viele Leute im AEW-Roster absolute Dream-Matches abfeiern wird. Im Ring wahnsinnig gut, hat er auch schon einiges davon in dem Match zeigen können. Was hat Ricochet bei AEW vor? Was wird er alles erreichen können? Was er vorhat, weiß ich nicht, aber sein erstes Match oder seine erste Fehde weiß ich. Es wird wohl Kyle O'Reilly sein. Ja, da gab es schon ein Video bei AEW, wo er mit Don Callis da über unseren Debütanten gesprochen hat. Ich glaube, das wird das erste Match. Und ja, ich glaube, wenn du, obwohl deine Frau bei WWE arbeitest, dort nicht verlängerst, um zu AEW zu gehen, kann ich mir einfach vorstellen, dass er Bock hat, nochmal zu zeigen, was er im Ring drauf hat, was er bei WWE nun mal so nicht kann oder darf, vielmehr. Ja, und ich glaube, dass das so sein Hauptgrund war. Ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt, weiß ich nicht, sich in den Vertrag hat reinschreiben lassen, dass er World Champion wird, sondern ich glaube, der hat Bock, gegen die Leute anzutreten und da gute Matches in den Ring zu bringen. World Championship kann ich mir auch eher nicht vorstellen, aber AEW hat ja ein paar Titel, die man theoretisch gewinnen kann. Dürfte nicht lang dauern, ja. Ein Name, auf den wir auch gleich noch zu sprechen kommen, ist wahrscheinlich auch ein Will Ospreay, wo es wahrscheinlich unfassbar gute Matches geben könnte. Generell Ricochet, ich meine, es ist kein Geheimnis der Wrestling-Welt, unfassbar gut im Ring. Und jetzt hat er ganz viele neue Leute in einem Roster, gegen die er vielleicht noch nicht angetreten ist oder vielleicht seit langem nicht mehr angetreten ist. Er ist ja auch erst 35, meine ich, also zumindest Mitte 30. Das wird er wahrscheinlich sehr, sehr vieles bereithalten. Auch hier dann noch zum Match. Jetzt haben wir über ganz viele Teilnehmer gesprochen. Vielleicht auch noch das Ende war nicht uninteressant. Christian Cage hat ja auch hier teilgenommen, nachdem er eben schon einen Titel verloren hat. Kurze Zeit später ist auch sein Lieblingsdinosaurier, Luchasaurus bzw. Killswitch noch dazugekommen. Und der war nur relativ kurze Zeit aktiv im Ring, weil er das Matchende ziemlich schnell ja eingeläutet hat. Luchasaurus kam praktisch in den Ring, hat Kyle O'Reilly im Grunde genommen einfach nur einen Chokeslam verpasst und hätte dieses Match problemlos selbst gewinnen können. Und auch als es im Match schon fast nach einem Turn von ihm aussah, legt er einfach nur einen Christian Cage auf den regungslosen Kyle O'Reilly, wodurch Christian Cage das Match gewinnt. Wie eben gesagt, vielleicht sprechen wir jetzt noch darüber, was das für Folgen haben wird, weil er jetzt im Grunde genommen einen Money-in-the-Bank-Koffer hat. Eine ähnliche Szene hatten wir ja schon bei World's End, meine ich, war das, als Luchasaurus schon damals ein ähnliches Match gewann, um den Vertrag dann Christian Cage zu geben, der am selben Abend sich damit noch die TNT Championship von Adam Copeland zurückgeholt hat. Jetzt haben wir praktisch das gleiche oder eine sehr ähnliche Geschichte nochmal erlebt. Ich meine, die Frage, wann die beiden sich in Klammern endlich trennen oder wann es endlich den Turn gibt, die möchte ich gar nicht stellen, weil das ist seit einem Jahr offensichtlich und das wird wahrscheinlich noch Ewigkeiten weitergehen. Frage ist jetzt aber, wird Christian Cage jetzt bald World Champion? Ja, keine Ahnung. Es ist halt immer, also wenn es wirklich so ein Money in the Bank mäßiges Ding ist, wäre es gerade bei einem Charakter wie Christian Cage merkwürdig, wenn er nicht die
opportunste Möglichkeit dafür wahrnimmt, wo halt wirklich die Gegner sowas von kaputt sind, dass er sich da auch da nur noch drauflegen muss. Von daher finde ich es bei dem Charakter sehr schwer, irgendwie zu erklären, wie es nicht werden sollte. Aber es könnte natürlich, vielleicht wartet man eine Rückkehr von Adam Copeland ab, der ihm das Ding dann kostet oder so. Das wäre so das Einzige, was mir einfiele, aber ja, durch einen Eingriff halt. Ne? Also ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt als World Champion, aber möglich, denke ich, ist es schon. Aber man muss sagen, Christian Cage ist so ein bisschen Tony Khans Schweizer Taschenheel. Also wo man gerade einen guten Heel braucht, wird er irgendwie da so mit reingeschoben. Ja, das setzt sich da so ein bisschen fort. Ja, ich glaube, es ist generell schwierig bei AEW, wo einfach sehr viel Wert auf In-Ring gelegt wird, dann halt jemand, der so sehr über den Charakter und über das Gimmick kommt, halt dann World Title zu geben. Weil ein Christian Cage hat jetzt ja problemlos funktioniert mit Midcard-Titeln, mit Trios-Titeln. Hm. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, ihm jetzt noch einen World-Title zu geben oder ob man sich dann nicht einfach irgendwie einen Spot nimmt, wenn man in einem Roster voll von Danielsons und Ospreys, MJFs, jetzt auch einem Ricochet, sich halt dann den Main-Event damit verbaut, weil man halt bei einem möglichen Title-Run einfach bei mehreren Pay-Per-Views möglicherweise halt einen Christian Cage drin hat, der bei allem Respekt auch vor seinem Alter im Ring nicht mehr der allerfitteste und beste ist. Ich glaube, sonst wäre noch höchstens eine Möglichkeit, den angesprochenen Turn von Luchasaurus halt so durchkommen zu lassen, dass wenn Christian Cage eincashen möchte, halt dann der Turn kommt und es halt dann dementsprechend zu keiner, ja, erfolgreichen Nutzung des Vertrags kommt. Eine Sache, die ich gerade wirklich nicht weiß, gibt es da irgendwie eine Beschränkung im Sinne von, dass das Ding jetzt ein Jahr haltbar ist oder wie lange hat er jetzt Zeit? Das weiß ich nicht. Das war uns ja auch neu, dass es halt diese Stipulation gibt, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir da am Mittwoch mehr zu erfahren werden. Hoffentlich. Kommen wir gerade zu einem in diesem Podcast schon mehrfach angesprochenen Namen, nämlich Will Ospreay. Der hat gegen MJF gewonnen, um die AEW American Championship, die dann auch kurzerhand später zurück zur International Championship gemacht wurde. Da hatten wir jetzt den Fall, dass wir hier unterschiedliche Tipps hatten. David jubelt gerade schon, MJF hat nicht gewonnen, da war der People-Pleaser Tony Khan, jetzt kann ich mich kurz so aufregen, natürlich dann in seiner Funktion mächtiger als ja, vielleicht die Sinnhaftigkeit, einen Titel extra umzubenennen, nur dass er jetzt 3 Wochen später wieder zurückwechseln kann und dieses Design wieder ad acta gelegt wird. Gerade noch kurz eingeschoben, vollständigkeitshalber, wir beide hatten nicht Christian Cage als Casino Gauntlet Gewinner gesehen. War auch wirklich schwierig, das zu antizipieren. Mhm. Er war nicht angekündigt, er hatte schon ein Match vorher, ich glaube. Da wären wir auf 30 Namen eher gekommen, bevor wir Christian Cage gesagt hätten. So, jetzt haben wir aber Ospreay als Sieger. Ich liege damit zurück im Tippspiel. Ja, du hast jetzt gerade so schön gejubelt. Ich überlasse dir das Match. Ja, vielen Dank. Schön endlich die Führung übernommen zu haben. Absolut verdient natürlich. Ja, was soll man sagen? Erstmal gab es wohl, was man in der Halle gar nicht mitbekommen hat, aber es, also ich zumindest nicht, die Werbung für Assassin's Creed, die da wohl gemacht wurde. Da soll ein neues Videospiel rauskommen. Ich meine, er ist der Assassine. Das hat man, glaube ich, ganz charmant dann gelöst. War auch ein schönes Intro, was er da hatte. Und ja, also es war so bei mir zumindest das erste Mal in dem Abend Gänsehaut bei Ospreys Einzug. Das war der Wahnsinn, wo dann wirklich 55.000 oder was, ich weiß jetzt nicht, wie viele genau da waren, den Namen da gerufen haben. So, das war schon eine krasse Stimmung. So, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. MJF dann auch wieder großartig mit seiner umgestalteten Amerika-Flagge, die dann da im Ring hing und mit seinem Outfit so komplett. Ja, USA gegen Großbritannien und Großbritannien hat dann am Ende den Heimvorteil genutzt und konnte das Match gewinnen. Ein Name, der dann etwas überraschend auftauchte, wo jetzt glaube ich nichts offiziell ist, aber man kann davon ausgehen, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Daniel Garcia, der einen Einsatz des Diamantrings wohl verhindert hat. Aber war es der Diamantring? Weil, oder war es, also, ich habe es auch nicht gesehen. Es sah eher nämlich aus wie eine Art Schlagring. Okay. Da hat er auch nicht gepostet, irgendwie, dass der Ring geklaut hatte. Ja. Ich meine, ich hätte da irgendwas an so einem Rande mitbekommen. Also MJF hatte noch vorher, ich glaube, es war sogar im Verlauf des Sonntags, getwittert, dass der Ring irgendwie gestohlen wurde. Ich bin eigentlich dann davon ausgegangen, dass das irgendwie als Angle genutzt wird, aber jetzt hat er, also vielleicht liege ich jetzt auch gerade falsch, aber ich glaube, es war irgendwie so eine Art Schlagring dann genutzt. Ob der Ring jetzt tatsächlich gestohlen wurde oder ob das ja jetzt noch irgendwann in den nächsten Wochen aufgegriffen wird,
Man muss sagen, da waren unsere Plätze dann wirklich zu weit weg, um zu sehen, was er denn da gerade hat. Und dann war es auch interessanter, welcher Mann sich da demaskierte, als genau zu gucken, was er denn jetzt deine Hand hielt. Genau. Und das, ja, leitete jetzt nicht ganz direkt das Ende ein, aber sorgte zumindest dafür, dass Ospreay dann nochmal die Chance hatte. Und er brachte dann am Ende wirklich seinen, ja, die Storyline um den Tiger Driver zu Ende, indem er ihn dann doch mal wieder auspackte und dann damit auch gewann. Ja, ich bin voll bei dir, absolutes Gänsehaut-Feeling, als Ospreay rauskam. Und da merkt man halt auch mal, wie unfassbar diese Matchcard besetzt war, wenn du halt, und das wusste man natürlich vorher, ein Will Ospreay, der gigantische Reaktionen ziehen wird gegen MJF, als zwei der absoluten Topstars der Company, am Ende halt nur im sechsten Match auf der Card stehen und nicht im Main Event. Also auch da verständlich, wenn du halt da einen Bryan Danielson hast mit einem Title vs. Career Match, aber ich glaube, das zeigt nochmal, wie krass diese Matchcard einfach war. Also das war auf jeden Fall schon ordentlich. Zum Match selbst natürlich unfassbar stark. Sie haben auch relativ viel Zeit bekommen. Es gab einige Matches, also ich glaube 3 Stück, die ungefähr bei 25 Minuten waren. Als längste Matches da war auch das Match ungefähr dabei. War das jetzt unser erstes 5-Sterne-Match des Abends? Packt da Meltzer die vollen 5 aus? Ich denke schon. Also mindestens. Also bei Meltzer weiß man ja nie, wo seine Skala endet überhaupt. Aber, ich glaube, das weiß er selbst noch nicht so genau, wo die Skala endet. Aber allein, wie das Publikum halt auch mit drin war und so, also ja, das war schon an der Nähe der Perfektion ist immer so ein bisschen superlativ gesprochen. Aber es war schon verdammt stark. Also hat sehr viel Spaß gemacht, von Einzug bis Tiger Driver. Hat das einfach Bock gemacht. Dann ein Match, was an sich gar nicht schlecht war, aber was anscheinend den meisten Leuten in der Halle noch nicht so Bock gemacht hat. Nämlich stimmungstechnisch wahrscheinlich der absolute Downer der Show. AEW TBS Championship, Mercedes Moné gewinnt gegen Britt Baker. Das Match hat relativ viel Zeit bekommen. Das Match war auch an sich gar nicht so schlecht. Also es wird nicht an der Qualität gelegen haben. Aber bei den zwei potenziellen Main Events des Abends ist halt nun mal der Spot nach einem dieser Matches nun mal halt der gefährlichste, den du haben kannst. Und genau das war es auch. Viele Leute sind rausgegangen, um halt dann nach dem Match einfach so ein bisschen, keine Ahnung, Verschnaufpause, auf Toilette gehen, Essen, Trinken holen. Wir haben, also Team Wrestling Infos hat alles versucht, da noch irgendwie an Stimmung zu generieren in der Halle, aber es war leider irgendwie, es war nichts drin. Die Halle war leise, es kam keine Stimmung auf, eigentlich schon fast ziemlich ungerecht den beiden Damen gegenüber. Ja, gerade dein Bruder und ich, wir haben wirklich alles versucht. Das Match ist auch so ein bisschen schuld, dass meine Stimme so kaputt war. Also wir haben wirklich über Zahnärztin, DMD und wir haben alles versucht. Wir haben geklatscht, wir haben geschrien und es hat aber, ja, außer genervte Blicke haben wir ja eigentlich wenig bekommen, muss ich sagen. Das Match war vielleicht ein bisschen zu lang, aber gut, ich meine, vielleicht haben sie auch nicht mit so schlechten Reaktionen geplant, gehe ich jetzt einfach mal von aus. So wahnsinnig viel gibt's da nicht zu sagen. Irgendwie das Publikum, wie du gesagt hast, ist da ein bisschen runtergefahren. Das ging auch ein bisschen ins nächste Match noch rein, bis zu einer bestimmten Aktion, aber da werden wir ja gleich zukommen. Ich glaube, ich hatte mir auch beide die gleiche Siegerin. Ja, da sind wir beide von dir gegangen. Ja, also bleibe ich hier bei einem vor und ja, sehr viel mehr gibt's da nicht zu sagen. Es war kein super tolles Match, aber ich glaube, so schlecht, wie es gemacht wurde, war es dann auch. Ja, also ich meine, auch für uns, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, war es halt einfach nach einem Match, wo wir sehr mitgegangen sind, stimmungstechnisch. Auch für uns war das ja vor allem am Anfang so ein bisschen verschnaufen. Ja, und es war für uns alle die 5. Stunde. Und es war für uns alle die 5. Stunde in dieser Arena, das kommt auch noch dazu. Es wurde langsam dunkel, wir wurden langsam müde. Das, was ich jetzt zumindest mitbekommen habe, ich glaube, für eine tatsächliche genaue Bewertung der Matchqualität muss man sich einfach das Match mal im Fernsehen nochmal anschauen. Das war jetzt für uns heute natürlich noch nicht möglich, da wir extra für euch so schnell wie möglich aufnehmen wollten. Aber ich glaube, es ist besser als das, was die Fans draus gemacht haben. Mercedes Moné bleibt jetzt, wie von uns richtig vorher gesagt, die TBS Championess. Britt Baker hat ihr Rückkehrmatch verloren. Eben ja haben wir schon über Britt Baker gesprochen, potenziell irgendwie da auch in die Jamie Hayter Saraya Fehde, die sich vielleicht anwandelt, kann man sie damit sicher irgendwie verwerten, umsetzen.
Mercedes Moné ist jetzt wahrscheinlich nach wie vor die Top-Frau. Ich glaube, man könnte einen ganzen Podcast darüber füllen, dass AEW vielleicht ein bisschen Probleme damit hat, mit den Titeln auch die Card-Region einigermaßen wieder zu spiegeln, weil da einfach gefühlt die Top-Leute bessere Titel haben als zwischenzeitlich die World Championships. Das geht nicht immer ganz auf. Jetzt haben wir mit Mercedes Moné, eine Frau, hat schon einige große Siege jetzt bei AEW geholt. Wer kann sie entthronen? Was hat sie als nächstes vor? David schüttelt mit dem Kopf, ich stelle gemeine Fragen, aber kannst du sie beantworten? Ja, ich würde so gern, aber wie du sagst, so die Top, also klar, es gibt natürlich noch ein paar Leute, gegen die sie nicht angetreten ist, logischerweise, so lange ist sie auch noch nicht dabei. Aber gerade jetzt auf der Face-Seite fällt mir jetzt auch nicht mehr viel ein. Willow hat sie weg. So. Ich wollte gerade sagen, Willow wäre der passendste Gegner, ja, aber der ist nicht. So, das wäre jetzt weg. Komisch, so. Es ist jetzt auch nichts an Leuten auf dem, also klar, gestern spukte der Name Becky Lynch auf einmal durch die Arena. die ist dann nicht gekommen. Das wäre jetzt natürlich rein theoretisch vom Standing her ein Name, wo man sagen könnte, vielleicht, aber das ist natürlich mit Seth Rollins bei WWE sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie den Sprung wagen wird. So. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre eine Titelvereinigung, also irgendwann, aber ich weiß nicht, ob man man wird ja auf TBS ausgestrahlt und ich glaube, solange das der Fall ist, wird dieser Titel ja auch existieren. Ich habe wirklich keine Idee, wirklich nicht. Also in meinem Kopf ist auch gerade das wahrscheinlichste Szenario, das wird so ein Jade Cargill TBS Championship Run von ganz lange ungeschlagen, Titel für 500 irgendwas Tage halten und irgendwann wird sich mit Sicherheit ein Gegner herauskristallisieren, aber ansonsten schreit das gerade sehr danach. Weitere Titelverteidigung, irgendwelche nennenswerten Gegner wird man wohl herauskramen und sei es nur die nennenswerte Midcard. Aber Mercedes Moné hat gerade eigentlich keine Gegnerin, wo man realistisch den Titel verlieren könnte. Kommen wir zum, ja, von der Matchcard her Co-Main-Event des Abends. Das 8. Match, TNT Championship Coffin Match, mit das kürzeste des Abends und auch ehrlich gesagt kürzer, als ich es erwartet hätte. Jack Perry gewinnt gegen Darby Allin. Nachdem er ihn halt in den Sarg reingesteckt hat und den verschließen konnte. Jack Perry dabei wirklich sehr dominant, sehr deutlich gewonnen, also auch deutlicher, als ich es erwartet hätte. So gefühlt nach 5 Minuten hat irgendwann Jack Perry dann Darby Allin mit einem Panzertape, sah es zumindest aus, die Arme verknotet. Da konnte sich Darby Allin noch einigermaßen gegen wehren. Als dann spätestens Jack Perry dann Darby Allins Gürtel genommen hat und dann auch die Füße verknotet hat, war es eigentlich endgültig durch. Dann kam halt noch ein sehr hoher Sturz von der Rampe durch ein paar Tische und Kartons und was da auch sonst noch alles stand. Und dann war das Match im Grunde genommen halt auch durch. Aber 2/3 des Matches bestanden eigentlich nur aus Jack Perry-Aktionen. Hättest du es so deutlich erwartet? Ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Nee, ich habe ja auch anders getippt. Ah, ja, richtig. Das ist mein Ausgleich. Genau, na, hier hat der gute Stefan dann doch noch ausgeglichen, kurz vor Schluss. Und ich finde, 2/3 ist ja fast schon schmeichelhaft für Darby Allin. Also ich kann mich außer einem Coffin Drop eigentlich an keine Offensivaktion erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, der Abend war lang. So, man hat auch das eine oder andere Bierchen getrunken. Ich weiß es nicht, vielleicht. Ja. Ne? Also, ein Coffin Drop habe ich in Erinnerung und ansonsten war es eigentlich Jack Perry. Aber man muss sagen, spätestens als er die Glasscherben da auskippte, da ist die Halle echt steil gegangen. Also vorher gab es halt die üblichen provokanten CM Punk-Rufe, aber dann fing auf einmal an, das ganze Stadion noch Oh Cry Me a River zu singen. Das war schon eigentlich ein ziemlich cooler Moment, wie ich fand. Da war Perry, also man muss sagen, man kann das kritisieren, auch mit den Aufzeichnungen, die man gezeigt hat, aber diesem Mann hat das gut getan. Definitiv. Diese ganze Scapegoat-Geschichte. Und dann am Ende, wurde auch noch in Leichensack, also Allin in Leichensack gepackt und dann hat er sich, glaube ich, noch einmal auf Undertaker-Style-mäßig aufgerichtet, aber 10 Sekunden später war das Match vorbei und alle guckten sich an und dachten, Moment, haben wir nicht gerade erst angefangen, so, was ist das denn? aber ja, sehr dominanter Sieg von Jack Perry, der ihm, glaube ich, aber sehr gut getan hat. Ja, definitiv. Also ich glaube, bei dem Match konnte man ganz gut sehen, dass Jack Perry einfach durch Punk wahnsinnig profitiert hat. Also ich habe es die letzten Wochen schon mal gesagt, ich glaube, man kann es drehen und wenden, wie man will, wenn es hier im Punk nicht da gewesen wäre und dieser Backstage-Sprawl, diese Auseinandersetzung, dann hätten wir Jack Perry wahrscheinlich immer noch in einem FTW-Match jetzt an dem Abend gehabt. So wirkte Jack Perry wie ein Star. Sein Sieg wirkte wie ein Star. Also Darby Allin so deutlich abzufertigen, schafft nicht jeder.
Damit behält auch die Elite all ihre Titel. Also Okada musste nicht verteidigen, aber die Bucks und Perry sind immer noch Champion. Ich glaube, gerade wo du auch noch die Glasscherben angesprochen hast, ich glaube, da ist sogar auch noch einmal, glaube ich, Jack Perry reingeflogen. Stimmt, ich glaube, das ist die zweite Aktion, stimmt, die Darby Allin in dem Match hatte. Stimmt. Aber ansonsten, ja, das war ziemlich deutlich. Und Darby Allin, der jetzt auch noch bald ein World-Title-Match hat, geht da jetzt zumindest mit einer Niederlage raus. Aber vielleicht auch ganz gut für ihn, weil wäre er da jetzt mit dem TNT-Title reingegangen, hätte er wahrscheinlich erst recht nicht den World-Title gewonnen. Ja, man muss halt auch sagen, er hat jetzt ja irgendwie wieder Pläne, nächstes Jahr doch noch hier den Mount Everest zu besteigen und hat irgendwie, ja, gefühlt auch recht viele Projekte außerhalb. So momentan ist es halt ein Name, der, wenn du den besiegst, gehst du ein bisschen over und viel mehr ist Darby Allin im Moment, finde ich nicht. Also diese, ne, also mit Sting war es einfach noch ein bisschen anders. So die beiden, das waren, ja, sehr gute Kaliber. Jetzt ist es einfach der Mid-Kader, der einen vielleicht gerade nochmal einen Push geben kann, wenn du gegen den gewinnst. Viel mehr, momentan zumindest, ist da nicht. Nach dem Match sollte es aber dann auch noch zu dem, ja, in der Storyline sehr lange angedeuteten Feuerspot kommen, beziehungsweise Jack Perry hat schon einmal gebrannt, ja. Was aber dann bei Blood and Guts in die eine Richtung angedeutet oder angedroht, sollte ich eher sagen, angedroht wurde, sollte dann in die andere Richtung kommen, weil die Bucks kamen dann raus mit einem Benzinkanister, zu dem Zeitpunkt lag Darby Allin immer noch im Leichensack, im Sarg. Der Benzinkanister wird ausgeschüttet, Jack Perry schnappt sich ein Feuerzeug und auf einmal geht das Licht in der Arena aus und ein, ja, dessen Wrestling-Karriere schon tot geglaubt war, kommt auf einmal zurück, nämlich Sting, der lange, langzeitige Partner von Darby Allin, natürlich auch unter riesigen Reaktionen, wie könnte es anders sein. Glaubst du jetzt, wird Sting nochmal für ein Match zurückkommen oder bleibt er einfach nur der Schutzengel für Darby Allin, der jedes Mal kommt, wenn Darby Allin irgendwie Hilfe braucht? Ich glaube, letzteres. Wir haben uns ja auch privat jetzt mal ein bisschen unterhalten die Tage und du hast ja richtigerweise gesagt, AEW ist bei so Dingen oft sehr stringent und ich würde mich sehr wundern, wenn dieser Run, der wirklich phänomenal auch endete mit nochmal dem Sieg mit der Tag-Team-Titel und die er dann ja auch vakantisiert hat. Grüße an Katar, Grüße an Jens. Jens, der gerade, glaube ich, schon im Flugzeug sitzt. Was wollte ich sagen? Ach so, nee, ich glaube nicht, dass man da dann nochmal sagen wird, komm nochmal zurück, sondern wie du sagst, so, er hat jetzt nochmal einen doppelten Scorpion Death Drop gezeigt gegen die beiden Bucks und Perry ist ja auch stiften gegangen und ich glaube, ja, dieser Enforcer, der einfach sagt, so, nicht mit meinem Darby Allin, so, lass den bloß in Ruhe. Ab und zu wird er dann nochmal kommen und ich glaube, dann ist er auch in Ordnung. Dann kommen wir auch zum Main Event. Wir haben eben schon sehr oft über krasse Reaktionen gesprochen. Aber was Bryan Danielson da bei seinem Final Countdown abgerissen hat, glaube ich, war wahrscheinlich das lauteste des Abends. Auch da vielleicht noch kurz vollständigkeitshalber gesagt, AEW World Championship Match, Title versus Career. Die Career wurde gerettet und das Unentschieden im Tippspiel zwischen David und mir damit auch bestätigt, weil wir beide von Bryan Danielson ausgegangen sind. Nach ungefähr 26 Minuten, laut unseres Showberichts, habe ich gerade mal nachgeschaut, gewinnt Bryan Danielson gegen Swerve Strickland. Und nach ganz vielen Versuchen ist Bryan Danielson endlich AEW World Champion. Seine Karriere ist gerettet. Ich glaube, über das Match können wir sehr viel im Grunde genommen sagen. Die Matchgeschichte dahinter war auch, dass Swerve, also was er ja auch schon in ein, zwei Wochen vor All-In angekündigt hat, dass er nicht nur die Karriere nehmen will, sondern natürlich dann auch nochmal ein Denkmal für die Familie von Danielson aufstellen möchte. Im negativen Sinne. Ja. Ein Mahnmal. Ein Mahnmal trifft wahrscheinlich eher. Brie Bella, die dann ja auch noch am Ringside war mit den beiden Kiddies. Ich glaube, das hat sich auch durch die Match-Geschichte ganz gut durchgezogen. Ich habe dir jetzt ganz viel angeboten, was du aufgreifen kannst, thematisch, worüber du reden möchtest. Was hättest du gern? Dann meckere ich doch jetzt einfach mal, denn es war alles sehr, sehr positiv, aber eine Sache hat mich tatsächlich ein bisschen gestört und ich glaube, das muss aber für die Fans vor Ort wahrscheinlich so sein, dass man irgendwie nach drei House Calls dann doch nochmal auskickt. Für mich macht's den Move, entwertet es den Move dann so ein bisschen. Das fand ich ein bisschen zu drüber. Das hätte man vielleicht dann auch mit einem oder zwei Finishern weniger hinbekommen. Ja, aber ansonsten gibt es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Also es war lange offen, wobei ich mir dann irgendwann dachte, also da hatte ich auch mit Jens, Grüße gehen, rausgesprochen, wenn du vor der Familie so einen Schabernack abziehst, auch vor den Kindern,
kann der Papa eigentlich nicht verlieren. Also das wäre fast schon traumatisch gewesen. von daher habe ich dann irgendwann schon gedacht, ja, das haben wir schon richtig getippt. Und es kam dann ja tatsächlich sogar doch noch zu dem halben Eingriff, den ich ja auch prophezeit hatte. Der Hangman war auf jeden Fall kurz da und hat Strickland nicht ganz entscheidend abgelenkt, aber vielleicht dem Match dann doch nochmal eine kleine Wendung gegeben. Ja, also man kann definitiv sagen, Bryan Danielson hatte ein absolutes Superhelden-Booking in dem Match. Mhm. Drei Housecalls, generell viele Finisher. Es gab auch oft irgendwie so diesen Moment im Match, wo Bryan Danielson eigentlich schon am Boden lag und Swerve Strickland sehr viel dominanter über ihm stand. Dann gab es auch irgendwie einen Finisher oder Signature-Move, was auch immer. Und dann ist er trotzdem wieder rausgekickt. Und das gab es halt nicht einmal in diesem Match, sondern ja, eher so 3, 4, 5 Mal. Auch beispielsweise der Running Knee, der einfach von Swerve Strickland genosellt wurde. Also es wirkte sehr wie so ein klassischer Marvel-Film, wo du einfach den beliebten Helden hast, der ganz lange Zeit der absolute Underdog in diesem Match war und dann doch noch dieses Match gewonnen hat. Ich glaube, auch hier können wir ziemlich sicher von den 5 Sternen von Uncle Dave ausgehen, oder? Vielleicht sogar von den 6. Na, ich meine, die Stipulation war ja krass und man hat es ja trotzdem recht offen gehalten bis zum Match. Also es hätte ja wirklich alles passieren können oder beides passieren können. So und allein die Stimmung in der Halle und so sind ja allein schon 4 Sterne gewesen. Und ganz schlecht war das Match ja dann auch nicht so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch hier die 5 Sterne zückt. Ja, also gerade für das Publikum war es halt super. Also man kann ja sagen, wir waren dann außerhalb von Wembley und da wurden dann immer noch Yes-Chants. Also es war ja wie beim Fußball, wenn das Heimteam gewinnt, werden da ja auch nochmal die Gesänge außerhalb des Stadions angestimmt. Und es wurde Final Countdown gesungen und Yes-Chants. Und also es war, ja, also das Publikum war sehr zufrieden. Es war eine Wahnsinnsstimmung. Es war auch ein sehr schöner Moment dann, ja. Und da kam dann halt auch nochmal Peck mit, deswegen meine Vermutung, dass er da momentan zumindest so ein bisschen zugehört. Nachher hat er ja noch mit Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta dann gefeiert, hat seinen Titel bekommen und ja. Ja, also ich habe eben Tony Khan für sein People-Pleasing-Verhalten kritisiert. Ich glaube, in dem Fall war es die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, hättest du da jetzt einen Swerve Strickland das Match gewinnen lassen, Bryan Danielson verliert das Ding, dann hättest du wahrscheinlich wirklich Ausschreitungen in dieser Arena gehabt. Also war schon krass und da merkt man halt auch eigentlich das gute Booking innerhalb des Matches, dass gefühlt mit jedem Kickout von Danielson die Halle immer lauter wurde und die Yes-Chants immer stärker wurden. Also es ist aber auch irgendwie schön zu sehen, so es ist halt, also wir gucken da ja, wenn man will, ein Theaterstück über Kampfsport und trotzdem, wie investiert man ja trotzdem, obwohl man das weiß, ist man ja tierisch investiert in diese Matches so. Also ja, ne, das packt man ja irgendwie echt beiseite und fiebert dann wirklich da mit dem Dude mit so und denkt so, jawohl, so, oder komm schon. Und ja, also das ist schon, ja, das ist irgendwie das hat das richtig Schöne am Wrestling einfach nochmal gezeigt. Definitiv. Bryan Danielson ist jetzt damit unser World Champion. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es jetzt ein John Moxley wird, der Woche für Woche hier die Titelmatches verschenken wird oder die, was ist nochmal der AEW-Begriff, wenn es kein Titelmatch ist, ein Contender-Match? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, egal. Danielson wird aufgrund seiner Eliminator-Match, aufgrund seiner Verletzungshistorie, seiner Krankenakte, damit sie halt jetzt nicht Woche für Woche in den Ring steigen, hat sich jetzt ja auch noch vor All-In ein bisschen geschont. Für All-Out wird er wahrscheinlich nicht um ein Match herumkommen und dann eher nur die großen Pay-Per-View-Matches bedienen können. Wäre Swerve Champion geblieben, wäre natürlich ein Match gegen Hangman sehr naheliegend gewesen. Wer wird denn jetzt unser erster Gegner für Bryan Danielson? Der Mittelfinger wird ausgepackt. Nigel McGuinness, nein, ich keine Ahnung, da kann man jeden nennen und niemanden irgendwie. Also da ist so viel möglich. Es gab ja jetzt über Monate eigentlich nur diese, oder zumindest jetzt über die Wochen. Also er hat jetzt ein Match gehabt gegen Jeff Jarrett, aber das wird ja niemals ein Titelmatch werden. Und davor, ich kann mich gar nicht daran erinnern, was sein Match davor war. Also, ja. Ja, der hier Owen Hart gab. Aber auch das waren jetzt ja wenig große Storyline. Man könnte halt trotzdem die Story um ihn, Page und Swerve irgendwie fortsetzen. Also auch das wäre ja irgendwie möglich, weil auch die Story um Page und Swerve würde mit einem Titel, um den ihn ja eigentlich Page immer bringen wollte, ja doch nochmal interessanter werden. Aber ja, auch da hoffe ich, dass wir einfach übermorgen oder wann auch immer ihr es hört, Mittwoch bei Dynamite halt mehr erfahren werden, weil
Da ist so viel möglich. Ja, also wenn es nicht Swerve oder Hangman wird, der ja auch jetzt schon seine jüngste Vorgeschichte mit dem Jeff Jarrett hatte, der jetzt ja auch dann als vor der Kamera als Freund von Bryan Danielson aufgetreten ist, könnte man da mit Sicherheit irgendwie erklären. Ist natürlich dann aber auch gleichbedeutend, dass, also wenn es entweder jetzt ein einfaches Rückmatch gibt, dass Swerve dann wahrscheinlich wieder verlieren würde. Mhm. Oder wenn wir jetzt Hangman gegen Danielson packen, dass wahrscheinlich auch wieder Hangman verlieren würde, der jetzt ja im Jahr 2024 schon die ein oder andere größere Niederlage hat einstecken müssen, der gefühlt auch keinen nennenswerten Sieg in diesem Jahr hatte. Du hast natürlich auch Leute einfach wie Switchblade Jay White, wenn er fit ist, kannst du ihn reinbringen, der erklärt dir auch in 2 Wochen irgendein Titelmatch. Und dem, da sie den jetzt eh nicht so geil eingesetzt haben, würde es dem jetzt auch nicht schaden, gegen Danielson zu verlieren. Also auch das wäre ein Name, wo ich sagen würde, komm, mach halt. Eine gewisse Feelgood-Storyline wäre natürlich auch noch, wenn man jetzt beispielsweise Mox oder so am Mittwoch zurückbringt und einfach nur zu sagen, die deren Geschichte geht jetzt bei EW so lange zurück, deren Partnerschaft hat mit einem Kampf gegeneinander angefangen. Daraus könnte man natürlich auch schnell jetzt einfach ein Titelmatch für All Out machen. Mox kann immer verlieren als einer der größten Stars, die das Roster zu bieten hat. Mhm. Ja, und ansonsten, es gibt viele große Namen. Ich glaube, man kann relativ schnell irgendwas stellen. Ich glaube, die ganz große Fehde, ansonsten dürfte es jetzt erstmal nicht geben, weil das wäre jetzt in 2 Wochen ziemlich schnell abgearbeitet. Da könnte es dann vielleicht auch einfach einen Übergangsgegner geben, dass du irgendwie einen nennenswerten Heel nimmst, der schon so ein bisschen was geschafft hat, ein bisschen was erreicht hat, der dann einmal verliert und dann kann man bis, was ist gerade der nächste Pay-Per-View, der noch dann... Vor World's End kommt noch eine, glaube ich. Müsste, glaube ich, in den nächsten 4 Monaten. Moment, wir schauen es einfach mal gerade kurz live nach. Ding, 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 ding. So, ich habe es hier doch auch jetzt schon sofort. WrestleDream und Full Gear haben wir noch. Oder war das letztes Jahr? Das war noch letztes Jahr. Okay, wir brauchen doch noch einen Moment länger. Ja, Fehler passieren auch in Podcasts. WrestleDream und Full Gear. Ja, das ist auch richtig. Und World's End, ja gut, dann haben wir doch recht und haben es dann trotzdem falsch gesagt. Da wird dann, also All Out, 7. September, WrestleDream, 12. Oktober sehe ich gerade. Full Gear im November, World's End im Dezember, da wird auf jeden Fall genug Zeit sein, um halt dann wirklich was Größeres, Längerfristiges dann auch aufzubauen. Mhm. Bryan Danielson ist so gut im Ring, der wird gegen jeden 5-Sterne-Match theoretisch aufbauen können. Er ist auch ein guter Mikro, auch am Mikro haben wir sehr viele andere Heels, die besonders gut sind. Also da werden wir mit Sicherheit irgendetwas finden, was man damit machen kann. Damit sind wir am Ende... Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Damit sind wir am Ende der Matchcard angekommen. Damit ist auch das Tippspiel praktisch beendet. Von den 10 Matches, die für uns zu tippen waren, hatten David und ich 6 richtig. Man kann auch noch fairerweise uns jetzt in Schutz nehmen, dass wir bei dem einen oder anderen Match noch nicht alle Informationen hatten, die vielleicht auch andere hatten. Damit waren wir gleich gut bzw. gleich schlecht. Der Sieg des Tippspiels und damit nichts gewonnen hat Rivera aus dem Board, der dann sogar noch hier Applaus. Der sogar noch 7 Punkte holen konnte, damit einen mehr als wir. Unsere Bestrafung, wir haben es schon angedeutet vor einer Woche, damals war es noch ein Witz, jetzt ist es ernst. Unsere lieblingsenglische Spezialität, England ist ja sowieso für ihre herausragende Küche bekannt. Ja, man muss sagen, wir haben auch typisch englisch gegessen, Pizza und Burger war so das. Ja, da haben wir uns noch nicht ganz an die Baked Beans reingetraut. Aber unser Lieblingsgebäck besteht aus 99% Mehl. Man sagt auch, es ist die Geheimzutat. 1% Rosinen. Ja, unsere Scones haben wir letztes Jahr schon sehr genießen können bei unserem All-In-Trip. Und unsere Bestrafung ist jetzt dieser faustgroße Stück Mehlklumpen. Werden wir uns jetzt, wie man das halt in Wuppertal so macht. Ja, in Wuppertal sagt man mit einem Haps in den Mund. Aber ich weiß nicht, wie wir dann abmoderieren, dass wir das nächste Abenteuer, aber erstmal ja. War eine gute Mitte. Wir stoßen mit den Scones an. Ich versuche dann noch abzumoderieren mit hier 3 Kilo Mehl im Mund. Ja, ich kann jetzt noch nicht vielen Dank fürs Zuhören sagen, weil das wird jetzt gleich meine Aufgabe. Guten Appetit. Mmh. Oh.